Schwere Autounfälle sind nicht immer das Resultat frontaler Zusammenstöße. Gerade seitliche Kollisionen enden oft mit erheblichen Verletzungen der Insassen. Und das gilt auch für Crashs auf der Beifahrerseite. Der ADAC hat jetzt diese Art von Unfällen in 3 Crash-Szenarien untersucht. Das kritischste Szenario ist mit Sicherheit das Interaktionsszenario. Das heißt also, wenn sich 2 Personen im Fahrzeug befinden und zum Beispiel ihre Köpfe aneinander schlagen. Gott sei Dank tritt das in der Realität am seltensten auf, hat aber die verheerendsten Wirkungen. Das heißt also, dort haben wir sehr, sehr schwere Verletzungen, häufig auch tödliche Verletzungen, gerade wenn die Interaktion zwischen den beiden Köpfen stattfindet. Beim Seitenaufpralltest mit nur einem Insassen wurde ein Modell der Kompaktklasse mit einem Roadster verglichen. Welchen Schutz bieten moderne Fahrzeuge wie diese bei einem möglichen Seitencrash? Heutige Schutzsysteme sind vor allem auf die Stoßseite ausgelegt. Das heißt, dort haben wir Airbags für den Brustbereich, für den Kopfbereich, Gurtstraffer, die uns an den Sitz binden. Für die gegenüberliegende Seite sieht das derzeitig etwas anders aus. Was passiert also dem Fahrer, wenn ein 1,3 Tonnen schwerer Barrierewagen mit bis zu 65 km/h in die Beifahrerseite prallt? Aus diesem Test haben wir gelernt, dass wir über eine funktionierende Mittelkonsole mit einem funktionierenden Gurtstraffer schon eine bessere Performance bekommen. Das heißt, der Insasse legt sich nicht so weit auf die gegenüberliegende Seite. Verbessern könnte man das Ganze natürlich nochmal, indem man die Mittelkonsole anders ausführt, zusätzlich vielleicht noch mit einem Airbag-System verheiratet und letztendlich dafür sorgt, dass der Insasse auf seinem Sitzplatz verbleibt und nicht über die Fahrzeugmitte zur anderen Seite gelangt, wo letztendlich dann auch die Verletzungen auftreten könnten. Bis es soweit ist, müssen insbesondere die Insassen kleinerer Fahrzeuge mit den aktuellen Sicherheitssystemen leben, besser gesagt überleben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.